Ja, hallo, herzlich willkommen heute zu unserer 13., es ist schon die 13. Folge von unserem 96 Dart Podcast. Wie ihr seht, sitze ich nicht irgendwie gemütlich bei uns in der Spielstätte, sprich in unserem Studio, sondern stehe ganz locker, lässig an einem Geländer. Und zwar befinde ich mich hier in Bremen an der Weser. An der Weser, habt ihr das gehört? Zu Gast heute. Ja, werdet ihn sicherlich schon erkannt haben. Hallo, hey. Shorty Seiler. Tut nicht weh. Völlig im coolen Sommer-Outlook. Natürlich. Freunde, wir haben Corona, aber wir haben aber tolles Wetter. Andi hat sich gedacht, dann nutzen wir das doch mal aus und gehen ein bisschen Outdoor. Und der Seiler hat ja nun mal weißes Haupthaar, das glänzt wie verrückt. Also haben wir uns für diesen sexy modischen Hut entschieden. Und ihr dürft euch an den weißen Bart hängen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, wie zu Beginn? Ich will gar nicht so viel erzählen, nicht gar nicht so viele Worte verlieren. Shorty, stell dich mal ganz kurz vor. Und zwar alle, die dich, das werden noch nicht viele sein, eventuell nicht ganz so gut kennen. Ja, okay, wo fangen wir an? Ich bin Darts-Enthusiast, mein Name ist Thomas Shorty Schleifstein-Seiler. Ich hatte das Glück, meinen Sport 7 Jahre im TV begleiten zu dürfen mit Elmar Polke. Ich spiele ihn 36 Jahre. Ich bin begeisterter Darts-Fan. Mir ist eigentlich ziemlich egal, wer dieses Spiel spielt. Hauptsache, es wird gespielt in einer Konsequenz und Schönheit, die zurzeit bei der PDC am besten dargestellt wird. Wir haben viele Unterbauten, durch die ich alle gegangen bin, über den DDV, über die PDC Europe, dann zur PDC Hauptconnect. Das ist da, wo du deine Kohle mitmachen kannst, aber ich bin weiterhin derjenige, der voll Bock auf Darts an sich hat und das auch in Deutschland. Ich denke, wir haben da noch ein einiger Nachholbedarf, da besteht und da sehe ich mich ein bisschen in der Verantwortung, weil ich 36 Jahre diesen Sport schon mache und denke, ich möchte was zurückgeben. Es ist die Zeit, was zurückzugeben und wir haben endlich die Möglichkeiten in Deutschland mittlerweile soweit, was zurückzugeben aus dieser wunderschönen Randsportart, wurde langsam aber sicher ein schöner Mainstream-Sport, der tolle Unterhaltung verspricht, spannende Spiele, klasse Fights, super Charaktere und ein Entertainment, was seinesgleichen sucht in der Art und Weise, Sport präsentiert zu bekommen. Und da denke ich, haben wir in Deutschland doch noch einiges an grauen Feldern und einiges an Aufholarbeit. Doch, das veranleitet mich dann immer wieder dazu, mal Podcasts zu besuchen, mich mit anderen Menschen auszutauschen, die dasselbe Gefühl haben, dass Darts noch so viel in der Pipeline hat, aber noch nicht alles so stimmig ist, dass wir die Basis wieder neu beleben müssen, wieder neu Feuer reinkriegen. Und deswegen war ich sehr begeistert, als Andi mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, an eurem 96er Podcast teilzunehmen. Natürlich bin ich mit einer anderen Farbe unterwegs. Aber das dürft ihr mir gerne verzeihen, weil ich bin alles. Aber als Fußballfan bin ich interessiert dran. Aber ich bin keiner, der rumschreit und juhu, juhu, Fußball über alles. Da fehlt mir das Gehen zu. Da bin ich irgendwie in Bremerhaven ohne Erstliga-Fußballteam groß geworden. Das heißt, bei uns wurde Fußball ja auch eine schöne Sache, aber es ist bestimmt nicht unser Leben. Hier in Bremen ist das schon wieder eine ganz andere Baustelle. Ich weiß nicht, ob in Fegesack überhaupt Fußball gespielt wird, aber in Fegesack bist du auf jeden Fall am Daten. Ja, genau. DC Fegesack ist das Herstellungsörtchen unseres sehr erfolgreichen Achterteams. Der DC Fegesack ist in den letzten 12 Jahren 7-mal deutscher Achtermeister geworden, was alleine schon Rekord darstellt. Wir in Bremen, in diesem kleinsten Bundesland, haben eine sehr große Qualitätsdichte an Dartspielern in Deutschland dargestellt in den letzten 30 Jahren. Und ich hoffe, dass das so fröhlich weitergeht. In der Fegesack haben wir halt eines der stärksten Teams in den letzten 10 Jahren und das soll auch noch früher so weitergehen. Cool. Ja, ihr zieht nicht zurück. Ein Team hat zurückgezogen jetzt zur neuen Saison. So, ein Bundesliga-Team, Nord. Bundesliga Nord, einen großen herben Verlust erfahren mit dem Traditionsverein DSC Bochum. Der DSC Bochum stellt in der neuen Saison kein Bundesliga-Team. Oh, da ist der Harvard, dieser riesige Verein mit so vielen. Bochum 2., Bochum 3., Bochum alte Herren, all diese Begriffe schwimmen mir noch im Kopf rum. Wo sind jetzt all diese Mitglieder, dass sie ihr Aushängeschild, ihre Premier League-Mannschaft, ihre Mannschaft, wo sie Furore mitgemacht haben, nicht mehr aufbieten können? Wo ist da der Break? Das wäre für mich eine interessante Frage an die Zuschauer da draußen vielleicht. Stellt ihr die Frage ja auch mal so in den ein oder anderen Foren und sonst wird mal klar, wieso Bochum da diese Schwierigkeit hat. Weil, naja, vielleicht könnt ihr uns da mit der Info aushelfen und schreibt ihn einfach in den Chat von Hannover 96. Wir sind alle eine Tasse schlauer, warum dieses Team nicht mehr da ist. Ja.
Das nächste, wir hatten uns vorhin schon drüber unterhalten, und zwar die Jugend. Die Jugend in Deutschland muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gefördert werden. Das, was allgemein gemacht wird, ist nicht gerade allzu viel. Wir haben bei 96 zusammen mit Augsburg zwei JDC-Akademien und jetzt soll es weitergehen. Ja, das ist ja der Aufbau. Der Anfang ist gemacht, sagen wir es so. Der Anfang ist gemacht, die Scheu, die Schwierigkeiten, das heutzutage alles irgendwie online connecten und darzustellen und den Anfang zu machen, ist genommen. Durch unser, ihr wisst alle, was uns gerade beherrscht, durch die blöde Pandemie, haben wir einfach auch gelernt, dass wir Dinge trotzdem neu, toll und interessant finden und supporten können, obwohl wir sie vielleicht erst später im Vier-Augen-Gespräch tatsächlich erleben und kennenlernen können. Aber jeder hat mit unserem Sport, mit diesen 2,37 Meter und 1,73 Meter Höhe, die Möglichkeit, das wunderbar im Internet abzubilden, sich zu connecten mit anderen Leuten und weiter in dem Training zu bleiben und sich zu verbessern, Turniere online zu spielen, sich als Gruppe zusammenzuschließen. Und dann wird es irgendwann wieder die Zeit geben, wo wir noch groß geworden sind, bei den Begegnungsturnieren, wo man sich mit 300, 400 Mann an einem Wochenende zu einem Ausscheidungsturnier treffen kann, wenn man mal sich unterhält, anfasst, einfach mal miteinander bei ist. So ist es jetzt einfach nur über online darzustellen. Augsburg macht es über online, Hannover hat Begegnungen und online und die neuen Chapter, die folgen werden, werden auch beides mischen. Weil auch die, die wir aus sind, wir brauchen neue, frische Darts-Talente. Die Jungs, die keine Vorbelastung haben zu dem, wie es mal war, sondern das Darts erleben und aufbauen wollen zu dem, was es sein kann. Das ist das, was uns interessiert mit der JDC, mit dem neuen Produkt. Und da müssen wir ran an die jungen Leute, die hier unseren Sport noch 50 Jahre machen können. Und die das Ganze auch als richtigen Sport ausüben und nicht nur als gemütliches Beisammensein, sage ich mal. Wir können es dabei belassen, in diesem Spruch, der so viel Wahrheit hat wie kaum ein anderer. Du kriegst diesen Sport aus der Kneipe, aber du kriegst die Kneipe nicht aus dem Sport. Das heißt also, die Leute sind alles Local Heroes, die haben ihre Treffpunkte miteinander, aber es ist immer wieder gescheut von der Industrie, da Geld ranzupumpen in diesen grauen Bereich, weil es immer mit Kneipe behaftet ist, immer mit irgendwelchen Alkoholexzessen und sonstigen Sachen behaftet ist. Durchaus. Dieser Sport hat so viele nennenswerte, schöne Aspekte, die mit Kneipe so gut wie gar nichts zu tun haben. Das war nur der einzige Platz, wo es dargestellt ist. Heute sind wir im Jugendfreizeitheim, in Vereinen wie Hannover 96, wie der BTSV Neustadt, der übrigens noch Mitglieder sucht. Also auch hier, ne, der ein oder andere in Bremen mag ja auch Hannover-Fan sein, unseren meinen Podcast hören, BTSV Neustadt. Ich schreibe es ja auf der Fahne, geh mal vorbei. Das sind jetzt so die Vereinsheimer, die auch diesen 1,50 Meter Abstand darstellen können. Das können ja die meisten Kneipen gar nicht. Deswegen verlieren wir wahrscheinlich auch in dieser Saison sehr viele Spielplätze, weil auch der Kneiper sich umdrehen muss und gucken muss, ob er diese Fläche, die immer traditionell für da dargestellt wird, ob die überhaupt noch tragbar ist oder ob er das nicht anders modeln muss, damit er überleben kann. Das so viel graue Zahlen. Das wird wahrscheinlich sowieso eines der größten Probleme sein oder werden, wenn es darum geht, dass eine neue Saison gestartet wird, aber dass halt nicht genug Spielstätten zur Verfügung stehen, weil die Abstands- und Hygienevorschriften einfach nicht eingehalten werden können. Das sehe ich auch als ziemliches Manko jetzt. Es ist die Zeit, der Aufbruch für eine neue Art und Weise, diesen Dartsport zu erleben. Du hast ihn vor 30 Jahren in der Kneipe kennengelernt, heute lernst du ihn im Sportheim. Ja. Heute lernst du ihn im Jugendfreizeit ankennen, weil er eben darstellbar ist wie ein Kicker, der in die Mitte gestellt wird, die Jungs probieren es aus. Wir hängen zwei Boards an der Wand und die fangen ganz von alleine an, das auszuprobieren, sich zu verbessern, ehrgeizig zu werden und eben so zu sein, wie Kinder sind, die sich neu auf ein Spiel einlassen und eine Gruppe, eine Mannschaft finden. Das ist all das, was wir wunderbar jetzt machen wollen und auch machen können. Valeri, und aus diesem Grund auch immer der Aufruf, wer an einer JDC oder in einer JDC-Akademie gerne Mitglied sein möchte, wer sich mit anderen messen möchte, das geht auch ganz, ist auch international. Das heißt, man misst sich mit Leuten, die in England, Schottland, Irland, Neuseeland, also wirklich auf der ganzen Welt verstreut sind. Mit den Kids kann man sich messen. Das ist also nicht irgendwie, ich fahre jetzt mal ganz kurz raus und treffe ich mal mit ein, zwei Leuten und spiele mal gegen die. Nein, es ist wirklich weltweit. Und das ist das Schöne daran, an dieser JDC. Und wir sind jetzt dabei und setzen den nächsten Stein. Und Bremen soll dann auch Bestandteil dieser großen
Akademiewelt sein? Ja, das ist einer unserer Brainstorming-Momente, die wir heute hatten, in dem wir uns klar wurden, es muss einfach mehr passieren, es muss ein Vorwärts geben. Stillstand brauchen wir alle nicht. Stillstand zeigen uns unsere Verbände gerade in aller Herzensgüte. Gerade unser Hauptoberverband ist für mich der müdeste Verein, der gerade so rumläuft, da passiert gar nichts. Die Spieler untereinander connecten sich, die Leute, die in verschiedenen Ligen angemeldet sind, connecten sich, aber der Hauptverband macht einen auf Schnarchnase, was uns dann dazu verleitet zu sagen, es ist genug. Es reicht. Darts neu zu erfinden, ist nicht die Schwierigkeit. Darts neu zu beleben, neu zu erleben, ist einfach eine Möglichkeit für euch da draußen, weil es viel, viel mehr im Angebot gibt, als das, was ihr vielleicht denkt. Also auch ein Chapter Bremen, JDC, ich nenne sie vielleicht die Shorties Youngsters, wir werden sehen. Wir werden uns jetzt verbinden und das auf den Plan bringen und das dann auch an euch hinaus in die Welt tragen. Meldet euch an, connectet euch. Seid ein Mannschaftsteil, sei ein Dartspieler. Wenn du es wirklich exzessiv und wunderbar treiben willst, kannst du dir auch eine Karriere im Dartsport aufbauen, wo du 30, 40 Jahre von leben kannst, nicht nur 10, wie du als Leistungssportler, dem dein Körper irgendwann aufhört, weil du verletzt bist, weil du irgendeine Kapselriss oder sonst irgendwas hast. Hier hast du keine körperlichen Vor- und Nachteile, Männlein, Fraulein, Mann, Frau, Kind, Mädchen, Junge, völlig egal, alle können Dartspielen. Es macht in dem Sinne keinen Unterschied, außer was da oben in deinem Kopf passiert. Wir haben schon ein grünes Licht aus Bristol. Ja. Und es kommt der übliche Papierkram. Ihr kennt das in Wien und Deutschland. Ohne Paper wirst du hier nichts. Ja. Dann werden wir uns eine Behalf-Regel auslegen. Das heißt, wir werden demnächst zu euch kommen und sagen, du willst ein Chapter. Dann beweis uns, dass du es kannst. Beweis uns, dass du mit Jugendlichen umgehen kannst. Beweis uns, dass du der Herr der Lage bist. Beweis uns, dass du von dem Spiel Ahnung hast und Lust dazu hast, und am liebsten zeigst du uns noch, dass du am besten noch schon nur ein Vertreter von irgendeinem Verein bist. Das wäre natürlich das Beste. Das wäre das Beste, weil anschließen können. Da hat man schon, erfüllt man schon sehr viele Voraussetzungen. Ja. Auch gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Genau. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil, dass wir den nicht vorenthalten müssen. Du musst uns ein bisschen was zeigen von dir, dass du in der Lage bist, auch junge Leute zu begeistern und zu sagen, hey, wir haben hier ein tolles Produkt, greif da mal an, nutze deine Chance, verändere dein Leben. Ich meins, verändere dein Leben. Mach aus deinem Leben eine Riesenreise oder sei einfach ein entspannter Amateur-Dartspieler und mach 30 Jahre ein bisschen Taschengeld einmal im Monat in Möglichkeit dafür. Alles ist machbar. Wir werden euch auf jeden Fall gerade in Sachen JDC auf dem Laufenden halten. Ja. Und zwar auf den unterschiedlichsten Kanälen. Jetzt aber nochmal kurz zu dir. Ja. Du bist auch wieder als Kommentator unterwegs. Ich hatte jetzt ein glückliches Erlebnis, dass mich der Sohn anrief und mich gebeten hat, vom 22. bis 24.07. mit meinem alten Schwannesmann Elmar Pauke nochmal on air zu gehen. Ich freue mich sehr drauf. Bekanntlicherweise hat die PDC gesagt, es gibt jetzt ein World Matchplay, wird stattfinden. Termine sind gemacht, das sind alles jetzt an den Veranstaltern. Ich bin gespannt, wie dieses Turnier dargestellt wird, weil ob es mit Zuschauer, ohne Zuschauer dargestellt wird, wie wir das am Ende machen. Auf jeden Fall ist es für mich ein Kompliment an mich und auch toll, dass ich mal wieder mitmischen darf an erster Linie, dass ich mal wieder so ein bisschen meinen Kopfwahnsinn unter die Leute streuen darf und ein bisschen Spaß an meinem Sport haben kann. Und das an allererster Linie dann eben bei der Sohn an erster Hand ist einfach toll, ist für mich auch sehr, sehr schön, ehrt mich auch sehr, dass diese 7 Jahre nicht irgendwo im Wind verschwunden sind, sondern doch noch so ein bisschen darauf geguckt wird, dass der Seil auch noch den Mund aufmachen kann. Wunderbar, aber so kann ich euch natürlich auch wieder fresh mit Infos versorgen, wie unsere Reise weitergeht, damit Dart Germany konkurrenzfähig ist und bleibt und noch mehr wird. Die meisten werden es wahrscheinlich sowieso im Fernsehen sehen und nicht als Zuschauer vor Ort. Ja. Und daher ist zwar schade, wenn keine Zuschauer vor Ort da sind, aber ja nun, es ist halt nicht. Es ist wie es ist. Man muss mit leben. Ja. Und aber wo du gerade schon sagst, Elmar Polke, du bist ja fleißig auch am Podcasten. Ja, zusammen mit Elmar. Ich habe als allererstes mit meinem Kumpel Excel Daten.de, übrigens die Seite kennt ihr vielleicht noch nicht, schaut mal drauf, Daten.de, Rieseninfo-Organ, das ist alles von jeder Liga zu allen Dingen, da ist der Besitzer oder der Co-Founder, CEO, nenn ihn wie du willst, ist Patrick Exner, ein Typ, den ich seit 30 Jahren kenne, hat dieses Ding aus dem Boden gestampft und der hat gesagt, Alter, wir müssen mal einen Podcast machen.
dieser Podcast ist für mich so eine Sache, es ist einmal lustig oder einmal informativ. Und dann sagt er, ich hätte gerne die informative Schiene, weil ich habe hier 8 Redakteure, die sich den Arsch aufreißen, um alle Infos zusammenzutragen für unsere Sportler. Also habe ich den Short Mac zusammen mit Marvin Vandenboom und Kevin Barth ins Leben gerufen und wir suchen uns da immer irgendeinen, den wir irgendwo nah am Geschehen haben, wie jetzt, wie das Glück hat, mit Mike Langdorf und Dragutin Horvat gleich hintereinander reden zu können über die Super League. Suchen wir uns da einen raus, kommen mit unseren Expertisen, was ist gelaufen an dem Turnier, wo hast du da dein Mitwirken gesehen und was siehst du bei dem Gewinner, was siehst du bei dem Zweiten. Wir pflücken das Turnier auseinander, kommen mit Statistiken und mit fundierten Wissen in die Ecke. Dasselbe in Grün ging dann 3-4 Monate später das Telefon, ja, er war hier, ich sage ja, er hat sich verwählt oder was los? Das war so der erste Moment. Sag er, nee, hat mich nicht verwählt, aber wir müssen was machen, wir müssen Podcasten. Ich sage, das mache ich schon. Podcast mache ich schon. Sag er, ja, aber wir müssen podcasten, so wie wir halt sind. Dann sage ich, ja, klingt gut, weil das gibt ist ein anderes Publikum. Du hast einmal den Statistikliebhaber, den wir mit Shortneck wunderbar begeistern können, weil er jedes Ergebnis bekommt, auch die Gefühle von 1-1 von dem Spieler und du hast einen Volker und Seiler, die miteinander über Gott und die Welt quatschen. Aber auch das Daten nicht aus dem Auge verlieren. Auch da Geschichten hinter dem Dartboard finden. Wie zum Beispiel überhaupt der Werdegang eines jetzt von Elmar demnächst veröffentlichten Buches, hat er sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, Espinel. Ihr kennt ihn, sie alle, The Esp. Ist der einzige in seiner gesamten Familie, der an sich selbst geglaubt hat. Sein Opa, seine Frau, seine Mama. Jeder Freund hat zu ihm gesagt, geh arbeiten, hör auf, dich auf diesen Gedanken, du wirst Profi-Dartspieler zu verschleifen. Geh arbeiten, such dir einen Job, du hast jetzt Familie, du hast jetzt eine Tochter, mach endlich was. Und er hat gesagt, ihr dürft mir alle mal den Schuh aufpusten. Ich werde Profi-Dartspieler und ich werde es euch zeigen. Karriere ist nachzuverfolgen über all die Organe. Auf jeden Fall, ja. Wer Esp heute ist, aber alleine sich gegen alle aus seiner Familie, gegen alle aus seinem Umkreis durchzusetzen und so fest dran zu glauben, hey, ich bin Profi-Dartspieler. Das ist eine Respektnummer, die man ihm einfach leisten muss, weil bei jeder Love-Story hörst du immer, oh, ich hatte so viel Support von meinen Eltern, oh, meine Tante hat mich geliebt, meine Omi hat mich damals mit 80 Meter Schnee in die Sporthalle gefahren und hat mir noch immer eine Butterstulle geschmiert und was da nicht alles kommt. Aber so eine Story dann mal zu hören, finde ich total krass. Und genau darauf ziehen solche Dinge wie Game On, ist der Podcast mit Emma, der mehr lustiges Miteinander, auch mal einen Schnutenpulli raushauen, auch mal irgendwas Witziges raushauen, weil man muss auch leben, man muss auch lachen, aber es gibt auch Informationen. Und der reine Informationspodcast, wo wir auch übermäßig ins Lachen kommen, was uns eigentlich gar nicht so auf der Agenda steht, aber wenn man einfach miteinander agiert, lacht man auch mal, ist dann eben der Shortnet-Podcast. Ja. Also ich bin nicht faul gewesen in der letzten Zeit und freue mich auch immer wieder, dass mal an mich gedacht wird bei solchen Projekten, so wie das hier auch jetzt, der Shortnet-Podcast, ist zu Besuch bei Hannover 96 und ich habe vergessen, da und da meinen Button drauf zu tun. Ja, ich habe auch keinen Button dabei. Ja, aber ich glaube, dich als Hannover 96er wird man noch erkennen, wenn wir da auf deinen linken Bein starren. Also, oh ja, aber beim eigenen Podcast habe ich noch kein 96-Shirt-Trikot oder so irgendwas getragen, sondern immer nur irgendwas anderes, weil ich dachte mir, die Gäste, die sollen groß rauskommen, die sollen ihre Farben, ihre Trachten zur Schau stellen. Ja. Und okay, du hast es ja im Prinzip auch, ne? Also wenn man sich hier so eine kleine Werder-Haut macht, dann... Wollte gerade sagen, in dem Sinne ist es ja bei mir nicht unbedingt so mit Werder als Hauptakt, weil wie gesagt, ich bin groß geworden in einer Stadt, wo es keinen Profifußball gab, deswegen ist Fan und Fansein bei mir so zwei verschiedene Dinge. Entweder du bist jeden Heimspiel da und dann stehst du 5 Stunden vorher in der Schlange und frierst den Sack ab oder frierst beim Regenwetter oder sonst was. Oder du bist so ein Fan, der sagt, jo, Werder muss gut spielen, guck mir das Spiel an und bin dann entweder semi angegeilt oder semi genervt. Aber ich gehe da nicht bei, reiße irgendeine Latte von einem Zaun und verprügele irgendwen, der anders aussieht, eine andere Klamotte an hat. Das geht mir dann zu weit, das ist dann nicht mein Sport. So, das liegt aber tatsächlich, denke ich, an meiner Herkunft aus Bremerhaven. Da bist du ja ein paar hundert Meter die Richtung. Jawohl. Ist denn das Weserstadion? Und naja, vielleicht werde ich nachher nochmal vorbeifahren. Ja, und werde sagen, aber, Mensch, ich aber mit irgendwelchen Aktionen. Nein, ich mach gar nicht. Ich rufe nur einmal ganz kurz raus. Nächste Saison sehen wir uns. Mhm. Weil so wie es aussieht, wird es ja nun sehr schwer für Werder. Ja.
Aber ja, wir kennen das alles mit der Wunder von der Weser. Ich weiß zwar nicht immer, wieso wir das alles so auf die Spitze treiben müssen. Wir hätten ja das ein oder andere Spiel auch mal einpacken können und hätten den Ärger gar nicht, aber so sind wir scheinbar. Ja, es wird immer noch ein Endspiel geben, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Das denken sich die Hamburger auch. Mhm. Momentan auf Platz 4, also nicht mehr der Relegation ist drin. Es wäre natürlich lustig, wenn HSV auf dem dritten Platz noch hochkommt, Werder noch den Sprung in die Relegation schafft und die beiden dann ausspielen, wer es dann nächste Saison an der ersten machen darf. Die Frotzeleien gucke ich mir dann auch ja, an. Also diese ganzen Themen ziehe ich mir auch rein. Das ist klar. Das ist schon lustig. Das ist schon alleine die Konstellation. Das ist schon eigentlich irre, dass man sowas aussprechen muss. Ja? Aber es ist schon ziemlich krass. Okay, geht jetzt um Fußball, nicht um Dart. Mhm. Aber nächste Saison wäre das ja nun wirklich der Hammer, wenn der HSV es nicht schafft, Werder auch absteigt, dann ist das schon fast eine zweite Bundesliga Nord. Ja, kann man fast so sagen. Das oder? Ist dann wirklich schon richtig krass. Also kann man fast so sagen. Das heißt allerdings, wir haben im Norden hier ein Problem. Wir müssen einfach mal ein bisschen besser werden. Unseren Fußball ein bisschen mehr anpassen an das, was in Deutschland gefordert ist. Wir sind im Darts schon lange sehr weit vorne und sehr gut aufgestellt mit unserem Bremer Jungs. Aber im Fußball ist das schon ein bisschen her, dass wir mal richtig gefahren haben. Soweit ich das weiß, wie gesagt, nagel mich nicht fest. Ich bin nicht so der Ultra-Werder-Fan, als wenn ich wirklich wüsste, wovon ich rede. Es gab schon alles gefährliche Zeiten. Es gab auf jeden Fall schon bessere Zeiten. Zumindest bei Werder. Okay. Also, wie gesagt, K und K ist. Kennst du K&K Duo? Klasnitz, Klose? Ja. Ja, der hat doch gerade was gewonnen. Der hat mich vor Gericht. Seine neue Niere wurde jetzt bezahlt. Also, Klasnitz hatte ja 12 Jahre später immer noch Gerichtstermin mit diesem versauten Eingriff seiner Niere damals bei Werder. Und jetzt hat er irgendwie ein paar Millionen Schaden. Er hat sich gekriegt und wird die Wiese aufgedeckt. Deswegen kommt mir der Name Klasnitz gerade nochmal wieder im Kopf. Genau. Klose, ja. Dass wir die Talentschmiede der deutschen Fußball sind, brauchen wir uns nicht anlügen. Mit Max Kruse, mit Kloge, was haben wir denn alle für Typen gehabt? Mit Gnabry etc. Ja. Aber wir haben die Asche einfach nicht. Wir haben die Kohle nicht, um diese Talente zu halten. Wir können sie klein kaufen, machen sie groß, verkaufen sie mit Profit und sind einer der stabilsten Vereine in der Liga. Wir haben nicht x Millionen auf links oder rechts liegen und unser Weserstadion heißt Weserstadion. Und nicht willkommen bei Mückhain oder Kalle Knut Wuchtig Sonnensysteme hat jetzt ein neues System oder die Allianz hat ihn. Da kommen Sie versichert bitte nach Hause. Da leckt mich an den hinter. Das ist meine Baustelle. Ich bin sehr froh, dass das Weserstadion nach Weserstadion heißt. Aber ich denke, ich spreche da auch aus vielen Herzen, die sagen, wenn das den Kohle bringt, kann es von mir aus auch. Ja, was weiß ich. Irgendeine große Kammer. Shorty! Also, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. War richtig cool. Auch die Zeit vorher, also ihr werdet garantiert noch davon hören, was wir vorher alles besprochen haben. Denn es wird sicherlich sehr, sehr viele positive Ergebnisse aus dem Gespräch geben. Und ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis nächste Woche sage ich tschüss, macht's gut, bleibt gesund oder werdet gesund. Ich werde mich jetzt hier noch ein paar Minuten an die Weser legen, ein bisschen Sonne tanken, bis es dann wieder Richtung Hannover geht. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.